Die Kleiderstuben, die die Schweizerische Winterhilfe in vielen Städten eingerichtet hat, sind die Hoffnung und Zuflucht von Tausenden, die sich in dieser Zeit der großen Teuerung aus ihrem Verdienst keine Anschaffung mehr leisten können. Kleider und Mäntel, Wäsche und Schuhe von jeder Art und Größe, gespendet von jenen, die sie entbehren können, warten hier auf den neuen Besitzer. Vom Säugling bis zum Greis erstreckt sich die Hilfeleistung und vielen kann geholfen werden. Der kinderreichen Familie wie dem alleinstehenden Menschen, um den sich sonst niemand kümmert, wird hier gleiches Verständnis entgegengebracht. Schon für den erwarteten neuen Erdenbürger holt die unbemittelte Mutter ein Säuglingsbündel, in dem alles enthalten ist, was ein Wiegenkind braucht. Mit Sorgfalt und Sachkenntnis werden die Gegenstände sortiert, gereinigt, schadhafte Stellen ausgebessert und Nichtpassendes geändert. Regelmäßig gehen auch Sendungen von Kleidungsstücken an die bedürftige Bergbevölkerung ab und tragen so die Hilfe der Stadt aufs Land. Damit aber die Winterhilfe wirksam helfen kann, braucht sie die Unterstützung aller, braucht sie Kleider, Schuhe und Wäsche und vor allen Dingen Barmittel, denn die Zahl der Hilfsbedürftigen ist ständig im Wachsen. Darum muss jeder, der es vermag, sein Schärflein beitragen. Helft uns helfen. Unser Werk ist euer Werk. Musik.